Hey, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sean und damit willkommen zu Overcrowd, a Commute-em-up. Overcrowd ist das erste Spiel von Square Play Games, einem kleinen Indie-Team aus Großbritannien, bestehend aus einem Entwickler und einer Designerin, das gestern auf Steam im Early Access veröffentlicht worden ist. In Overcrowd geht es darum, eine hoffentlich gut funktionierende U-Bahn-Station zu designen, bauen und zu verwalten. Also, bitte alles einsteigen und los geht's! So, und damit herzlich willkommen in Overcrowd selber. Ich habe, wie ihr seht, schon die Kampagne ein bisschen gespielt und natürlich auch das Tutorial, damit ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, zumindest so ungefähr, das ist keine Garantie, dass das hier irgendetwas wird und wir eine vernünftige U-Bahn-Station bauen. Ich würde sagen, wir generieren eine neue Kampagne und nennen den Seed einmal Sean B. Das Ganze wird prozedural generiert. Gar nicht mal so schwieriges Wort, aber irgendwie macht mir das heute schon den ganzen Tag Probleme. So, also die Kampagne wird prozedural generiert mit einem Seed. Das heißt, wenn ihr dieses Spiel selber habt oder euch dann kauft vielleicht aufgrund dieses Let's Plays und ihr den Seed, Kampagnen-Seed, auch Sean B eingibt, spielt ihr genau auf den gleichen Maps, wie ich es tue. Ich würde sagen, wir starten. Und hier sind wir auch schon in unserer Kampagne. Die Kampagne besteht aus 5 Maps, wie ihr seht, von der Vorstadt zu, naja, bisschen mehr im Stadtgebiet bis in die absolute Innenstadt. Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, lassen wir auf normal. Das ist vom Designer vorgegeben. Dementsprechend, ja, ich denke, das ist immer ein ganz guter Kompromiss, das zu machen. Einfach auf dem lassen, was der Designer möchte. Der hat sich dabei schon was gedacht, es auf normal und nicht auf einfach oder schwer zu stellen. Und wir beginnen, weil wir es nicht anders können, in West Rivermouth. Was generell nicht sehr busy ist und Leute nicht ihren Müll oder fast niemals ihren Müll einfach so wegwerfen. Die sind noch gut erzogen scheinbar. Und ich würde sagen, wir starten mit der allerersten Map. So, und da sind wir auch schon auf unserer Map. Hier ist eine Station, ich habe das Ganze mal kurz auf Pause gemacht, um das zu erklären. Ihr seht hier Gleise, die aber noch gar nicht bestehen, solange wir hier keinen Bahnsteig hingebaut haben. Und ihr seht hier schon quasi ein Gebäude. Das wurde uns schon mal vorgegeben, das können wir benutzen oder das haben wir zur Verfügung, meine Güte, Deutsch, heute. Nicht gerade einfach. Wir können es aber nicht abreißen, das heißt, wir können damit auch kein Geld machen. Und hier sind Eingänge zur Straße, beziehungsweise hier sind Straßenbereiche und dort sehen wir auch, wie viele Leute oder Pendler kommen von dort. Die müssen wir natürlich verbinden und das werden wir auch tun, indem wir einmal das hier lang ziehen und hier lang ziehen. Und ich würde sagen, dann bauen wir die Station auch noch auf eine vernünftige Größe aus. Ich weiß, dass wir für unseren Eingangsbereich eine Breite von 4 brauchen, deswegen mache ich das jetzt schon mal direkt. Dann werden wir als Wichtigste für unsere U-Bahn-Station ist natürlich ein Gleis. Und hier können wir auch sagen, in welche Richtung der Ausstieg ist. Wir können einmal sagen, einmal links, einmal auf beiden Seiten und einmal rechts. Wir gehen natürlich hier auf rechts, weil in dieser Richtung haben wir nichts, also brauchen wir da auch nichts. Und als zweitwichtigstes brauchen wir natürlich einen Eingang. Den haben wir jetzt auch. Und dann sollten wir uns jetzt schon mal anfangen, Gedanken zu machen. Drehen wir das Ganze einmal. Ja, so. Wo wir unseren Ticketautomaten hinstellen und wo wir unseren Eingangsbereich machen. Und zwar mit den Turnstiles. Und ich würde sagen, die setzen wir einmal hier hin. Und auch hier, und das finde ich wirklich cool, kann man einmal sagen, hey, das ist der Ausgang oder das ist der Eingang. Wir können dann, wenn wir mehrere Plattformen haben, auch sagen, hey, das ist der Eingang zur Plattform 1, aber nicht zu Plattform 2. Der ist, sag ich jetzt mal, hier. Nur als Beispiel. Und ich würde sagen, den Eingang
legen wir auch dahin, weil dann können wir in diesem Bereich einmal unsere Ticketautomaten bauen und dann ist das selbstverständlich der Ausgang. Dann, wie gesagt, nehmen wir hier einmal nehmen wir 4 weg, denn dort brauchen wir unsere Ticketautomaten. Und da würde ich sagen, bauen wir auch direkt 2 und sorgen da direkt mal, ja, hier 9 Pfund, 10 Pfund kommt mir ein bisschen teuer vor in der Vorstadt, obwohl es eigentlich teurer sein müsste. Von der Vorstadt in die Innenstadt. Naja, egal. So, dann bauen wir hier noch ein paar Mülleimer hin. Und ganz wichtig, das werden wir brauchen, ist einmal ein Toolroom. Ja, das sieht jetzt komisch aus, aber wartet ab. Da kommt nämlich jetzt, wenn wir sagen, das hier ist der Toolroom, entstehen dort wieder Wände. So. Sehr schön. Und dann brauchen wir einmal einen Utility Room, der extrem wichtig ist für unter anderem unsere Generatoren, die wir auf jeden Fall brauchen werden, und unseren Müllraum. Wunderbar, dann würde ich sagen, als allererstes hier einmal ein Fass hin. Können wir das noch bewegen? Ja, das können wir noch bewegen. Wunderbar. Ich würde das gerne so hinstellen. Und hier einmal machen wir gleich 2 Generatoren. Ach, bauen wir auf Vorrat und sagen, wir nehmen 3. Ich glaube, dann haben wir auch schon alles, was wir derzeit machen können, verbaut. Nein, Moment. Ich würde gerne das Ganze hier einmal ein Fenster setzen, damit die Leute, die sich hier langweilen auf der Station, nicht unbedingt hier hinten in der düsteren Ecke verkriechen und dort, keine Ahnung, irgendwelche Sachen tun, die sie nicht tun sollten. Und dementsprechend sperren wir das ab. Ich würde sagen, wir eröffnen dann unsere Station, weil was anderes können wir gerade sonst nicht tun. So, wir haben es immer noch auf Pause, weil ich noch einen Angestellten brauche. Und dort würde ich sagen, nehmen wir einmal die Florence Morgan. Die hat nämlich einen höheren Stärkewert und der Stärkewert bestimmt, wie viel wir tragen können. Was relativ wichtig ist, weil wir werden später mehrere Ausrüstungsgegenstände brauchen, wie zum Beispiel einen Benzinkanister, um die hier die Generatoren wieder zu befüllen, und ein wie heißen die denn auf Deutsch? So eine Greifzange für Müll, damit wir uns um Müll kümmern können. So, Greifzange, das ist das Wort, das merken wir uns. Wir müssen, und das sehen wir hier ja auch direkt, 75 Pendler umschlagen in unserem Platz, um diese Kampagne zu gewinnen, und wir dürfen die Reputation, die darf nicht auf Null fallen. Was vielleicht noch ganz wichtig zu erklären wäre, es gibt hier 2 verschiedene, wobei wir anpausen das Ganze erstmal, damit das anfängt zu laufen. Es gibt hier das Ganze in 2 Währungen, und zwar einmal natürlich in Pfund, was unsere Hauptwährung ist, und das zweite ist Bonds, die wir von der Stadt kriegen, und damit können wir dann hier unten uns einmal neue Sachen kaufen. Die braucht ihr, wie wir sehen, hier brauchen wir Bonds, um zum Beispiel den Benzinkanister zu kaufen für einen Bond. Wir haben aber gerade keinen. So, Rush Hour hat begonnen und hier kommt auch gleich der erste Zug, wenn wir darauf drücken, und bringt uns ganze 4 Fahrgäste. Wir hätten die Angestellte übrigens später einstellen sollen. Die kostet uns jetzt schon Geld, ohne dass sie uns irgendetwas bringt, weil sie nichts tun kann. Sie steht einfach nur ganz gelassen in der Gegend rum. So, jetzt haben wir aber Bonds. Und das ist ganz gut. Dafür kaufen wir einmal den Benzinkanister und einmal den... Ah, verflucht. Was war das nochmal für ein Wort? Gerade hatte ich so ein schönes Wort. Den Greifer, meine ich auf jeden Fall. So, und jetzt, wie gesagt, seht ihr hier schon, die gute Frau hat hier 2 Plätze, und die frei sind und 2, die belegt sind. Jetzt hat sie nämlich schon mal einmal den Picker hier, immer noch den Greifarm, glaube ich, haben wir den genannt.
mit dem sie sich um Müll kümmern kann. Sie kann den Müll aber nicht entleeren, solange wir hier nicht einmal die Mülltonne freigeschaltet haben. Das tun wir und die stellen wir dann hier auch in den Utility Room und holen den nächsten Zug. So, 3 Bonds haben wir noch. Ich würde sagen, diese 3 Bonds benutzen wir, um einmal die Bänke zu bauen, weil ich habe schon gesehen, die Leute beschweren sich darüber, dass wir keine Bänke haben. Obwohl, ich würde sagen, na gut, jetzt haben wir 7 Bonds, dann kaufen wir gleich das Licht und Bänke. Licht ist natürlich wichtig. Niemand möchte in einer stockdunkleren U-Bahn-Station stehen, wobei das hier noch halbwegs gehen sollte, weil sie oberirdisch ist, trotzdem nicht das Geilste. So, und dann natürlich nochmal Bänke, damit die Herrschaften sich hier, oh, warum kann ich nicht hier? Ah, wegen der Lampe, okay, verstehe. So, dann kommt schon der nächste Zug, den holen wir auch. Und ich weiß, sie beschweren sich, warum auch immer, dass es hier im Ausgangsbereich keine Bänke gibt. Aber dann soll sie das auch machen. So, unsere Leute sind relativ zufrieden. 62, ja, ist leicht gefallen, aber das ist alles in Ordnung. So, der Mülleimer ist hier schon halb voll, wie ich sehe. Dann machen wir das einmal und gucken, was wir denn noch erforschen können. Oh ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Toolkit, falls irgendwas kaputt geht. Sehr wichtig. Und ich würde sagen, wir nehmen einmal... Ja, einmal die Werbung und einmal den Zeitungsautomaten, einfach weil die Werbung uns... Ich glaube, die bringt uns sogar Geld. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der Zeitungsautomat bringt uns auf jeden Fall Geld. Doch, wir kriegen 15 Pfund für 10 Views. Sehr schön, dann kommt hier einmal der Automatin, die Werbung meine ich. Und hier kommt einmal Werbung hin. Und dann würde ich sagen, bauen wir auch hier einmal den Automaten rein. Dafür machen wir da ein Stück, erweitern wir. Damit unsere Leute, ja, einmal sich Zeitung kaufen können, wenn sie hier die Anzeige sehen. Und wer möchte das nicht, das direkt daneben haben. So, ich habe jetzt schon gesehen, hier ist es echt ein bisschen voll. Das Ganze gefällt mir nicht. Dementsprechend werde ich hier gucken, dass die gute Frau ein Megafon kriegt. Dann können wir nämlich die Leute mit dem Megafon einmal anbrüllen, dass sie sich gefälligst aus dem Weg verziehen sollen. Und dafür würde ich sagen, geben wir hier einmal den Benzinkanister ab. Das sollte nämlich einmal lang. So. Und dann komm bitte einmal hier hin. So, 20 Leute brauchen wir noch. Hallo? Ihr da hinten, bitte wegkommen. 10 Bonds haben wir noch frei. Dann gucken wir mal, hier haben wir alles Mögliche. Wir werden auf jeden Fall, und das werde ich machen, bevor ich einen größeren Zug freischalte, das kann ich nämlich auch tun, einmal hier dafür sorgen, dass die gute Florence ein Staffroom hat, in dem sie sich ausruhen kann. Das ist nämlich relativ wichtig. Niemand möchte schlecht gelauntes bzw. einschlafendes Personal haben. So, ja, machen wir das so. In der Größe, dann sagen wir hier, das ist Staff Room. Danke. So. Und stellen in Staff Room einmal den Wasserkühler rein. Einmal den Futterautomaten. Und einmal das. So, dann habe ich schon gesehen, hier. Hallo, liebe Florence, bitte einmal den Müll leeren. Vielen Dank. Ja, wir wissen, der Müll ist voll. Darum kümmert sich Florence ja gerade. Sie hatte aber scheinbar kleinere Probleme. So, noch ein Zug.
Und ich sehe schon, Florence hat Durst. Dann sollten wir sie nämlich gleich hier einmal zu unserem Wasserspender schicken, damit die gute Frau was trinken kann. Aber vorher brüllen wir hier einmal die Leute an. Oh ja, wir brauchen dringend einen größeren Wagen, damit wir hier mehr Leute mitnehmen können. Und Florence, du kommst bitte. Oh, Moment, nein, wir brauchen hier definitiv... Haben wir hier eine Stromkrise? Moment, da gehen wir kurz auf Pause. Stellen wir nicht genügend Strom dar? Nein, tun wir nicht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Generator. So, neuer Generator. Und die gute Frau sollte vielleicht auch mal die alten auffüllen. Oh, und das war's schon. Ja, wir haben über 75 Leute befördert. Das ist wirklich cool. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Gut, wir haben fett Minus gemacht, Lifetime-mäßig gesehen. Schade. Reputation haben wir 4 verloren. Das ist, ist auch nicht so geil. Naja, gut. Dann gucken wir uns mal die Stats an. Ja, Power geht. Summary. Ja, doch. Bisschen, ja, nee, wir haben aber auch gebaut heute. Ja, wir haben relativ viel vorgebaut. Das Ganze ist relativ cool, weil das nicht viel Aussagekraft hat. Ich würde sagen, ich gehe mal hier auf Play On, solange ich hier noch weiter rede. Das Ganze hat nicht sehr, sehr viel Aussagekraft, wenn ich ehrlich bin. Das Witzige ist nämlich, dass wir hier Bonds available haben für diese Station. Und ihr seht, das sind 0. Ja, wir haben zwar noch 7 zur Verfügung, die wir ausgeben können, aber wenn die aufgebraucht sind, dann haben wir Pech. Dann gibt es nämlich keine Bonds mehr, mit denen wir hier Dinge erforschen können. Und teilweise, seht ihr, können wir hier noch nicht mal freischalten. Das heißt, wir können theoretisch auf die nächste Karte schon gehen, können dort Dinge freischalten und dann hier zurückkommen, um sie dann hier zu bauen. Oh, und dieses komische Geräusch sagt uns, es ist Nacht. Wunderbar, dann würde ich sagen, soll die gute Dame sich einmal... Sorry, Florence. Bevor du dich ausruhst, gebe ich dir hier ein Toolkit. Florence, benimm dich. So, einmal das Werkzeugkasten bitte nehmen und hier, ja, die meisten Leute beschweren sich, dass es überfüllt ist. Okay, damit kann ich leben. So, dann wäre es nämlich sehr nett von dir, wenn du hier einmal den Mülleimer leerst. Der ist nämlich schon voll. Und danach sagen wir dir noch, dass du bitte einmal die Ticketmaschinen und einmal hier diese Turnstiles reparierst. Ja, weil die Conditions, das war klar, sind erfahrungsgemäß relativ niedrig am Ende so eines Tages. Und wir wollen ja nicht, dass das morgen während der Rush Hour ausfällt und dann die Leute nicht reinkommen oder ohne zu bezahlen reinkommen. Dann geh da rein. Wir wollen nicht, dass du weinst, Florence. Nicht weinen. Ja, ist gut. Ist gut. Nicht weinen. Gut, ich würde sagen, ich gehe die gute Florence jetzt mal trösten. Das braucht ihr euch nicht mit angucken. Ich würde sagen, dann mache ich hier den Cut. Tröste sie. Und... wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Sagt mir doch einfach mal in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet. Wenn du noch mehr Videos zu Overcrowd und anderen Strategien und Aufbaustrategie spielen willst, nicht weinen. Och Mensch, Florence. Ich bin Sean und ganz offensichtlich ein mieser Chef. Du findest mich auf Twitter unter @SeanMcBeard. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bye. So, komm jetzt, Florence. Ist doch alles gut. Morgen wird's besser.